Ladies and Gentlemen, willkommen zum ersten Part von Let's Play Minecraft Feed the Beast Tag World 2. Ja, wie ich in meinem letzten Part von Minecraft Modsalsa angekündigt hatte, ich werde jetzt aufhören mit Modsalsa wegen diesem Problem, dass wir sammeln schnell, dass der Server andauern, die Map neu. Ach, jetzt irgendwie komme ich gerade die Worte nicht richtig zusammen. Ja, typisch Tosch. Auf jeden Fall. Server, neue Map. Hab ich persönlich keinen Bock drauf. Habt ihr bestimmt auch keinen richtigen Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt, da ich noch ein Let's Play brauche, ein Projekt, wo ich nicht so viel vorbereiten muss, weil ich so zwischendurch mal machen kann, werde ich jetzt ein Vize-Wiesmod-Projekt Let's Playen, weil ich will irgendwie was mit Technik machen. Ich bin halt auch ein Berufskolleg für Informatik, also wäre es ja schon schön bescheuert, wenn ich jetzt nichts mit Technik machen würde. TechWorld 2, VCBs Launcher, bestimmt bekannt. Das sieht eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade frisch auf den Server gejoint. Ich habe hier noch nichts gemacht. Das Einzige, was ich hier dran verändert habe, ist, dass ich einen Mod hinzugefügt habe, und zwar die Minimap. Das ist aber auch alles. Das ist, soweit ich weiß, war das, meine ich, die Voxel Map. Oh, hallo Wortzi. Ja, aber ansonsten hat sich soweit nichts verändert. Texture Pack ist auch drin. Ja, erkennt man ein bisschen schlechter, aber das ist das. Okay, NDI einfach mal disabled. Das ist das Modpack. Das ist das Texture Pack Faithful. Das sind einfach die Vanilla-Texturen noch ein bisschen verfeinert. Wie man hier teilweise an den Grad ziemlich gut erkennen kann. Ja, ich würde aber auch jetzt sagen, wir bewegen uns einfach nicht so wirklich weit weg vom Spawn. Wir spielen hier quasi direkt am Spawn. Ich muss sagen, hier gefällt es mir aber auch schon ziemlich gut. Lol, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist ein Alter, das ist echt ein großes NPC drauf. Krass. Also ich muss sagen, das habe ich jetzt eben nicht gesehen. Ich bin hier quasi direkt geradeaus weitergelatscht. Aber naja, da. Und eine fette Mine, arschkalt einfach mal. Wie nice ist das denn? Und jetzt sollen keine Löcher reinfallen. Auch wenn ich noch nicht so viel habe. Ich würde ungern in der ersten Folge sterben. Nice, haben schon direkt Kartoffeln. Meine Devise direkt am Anfang, nicht sofort alles mitnehmen, schön noch nachpflanzen. Wer weiß, ob man nochmal stirbt, kann man sich nochmal mitnehmen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ich werde bei den Game Rules werde ich eine Ich werde auf jeden Fall eine Änderung vornehmen. Ich werde den Creeper-Schaden rausmachen, weil ich finde, normal Vanilla Minecraft, da ist mir das relativ scheißegal. Da baut man eigentlich nur so weit. Bloß bei einem Technik-Modpack, da will man irgendwie weiterkommen, und ich habe keinen Bock, dass Creeper alle 10 Sekunden alles kaputt machen. Das ist auf jeden Fall das, was ich einstellen würde. Und dann hätte ich nochmal eine Bitte. Und zwar, ich bin bei der Überlegung, ob ich dann noch direkt noch eine Änderung vornehme, und zwar ob ich das Inventar, sollte ich dann doch nochmal blöderweise sterben, ob ich das Inventar dann behalten darf. Aber da würde ich gerne eure Meinung zuhören. Sollte ich die Game wohl dann anlassen oder anmachen, schreibt es bitte in die Kommentare, das würde ich gerne wissen. Ja, nice, hier kann man schon so ein kleiner. Keine Paper machen. Ich weiß gerade gar nicht, was sind hier eigentlich für Schablonen? Patternbilder? Partbilder? Ich mache mir jetzt einfach mal ganz blöd so eine Bratpfanne. Ich bin mal ganz dick.
Ich laufe dann jetzt hier mit einer Bratpfanne rum. Jeder mag Bratpfannen. Und ich mache mir mal eine Spitzhacke aus Papier. Ich würde sagen, läuft auf den Anfang. Komm, den Pisten nehme ich mal mit. Dann kann ich mich auch schon direkt hier hochgraben. Hallo Dorfbewohner. Dafür stirbst du erst recht. Also sorry, aber das sind Wucherpreise. Was haben wir denn hier? Oh, Wading Boots, Iron, Steel Scraps, Steel Shears und Fawns. Nehmen wir einfach mal alles mit. Was haben wir denn noch hier so? Was willst du denn haben? Und Proven Grafter, okay, die schleiß ich mal leben. Hier haben wir auch schon sofort einen Bienen. Oh. Red Spruce Saplings, davon nehme ich mal einen mit. Oh, hier sind auch schon sehr viele Bienen. Lass ich mal hier. Was haben wir hier noch? Und wir können uns direkt eine neue Bratpfanne machen. Ich lasse die dann einfach hier. Ganz ehrlich, da laufe ich lieber mit einer Eisenpfanne rum. Und was haben wir hier noch? Oh geil, das nehme ich mir auf jeden Fall einmal mit. Und ich würde sagen, hier haben wir ziemlich viel Platz. Hier die Ebene. Das wäre doch eigentlich prädestiniert, dass wir dann hier schon bauen. Also da wären wir ja schon schön blöd, wenn wir das nicht machen würden. Haben sogar noch ein paar Schafe, wir haben sogar eine Schere, schon eine Steel Shears. 3 Wolle, perfekt, was will man mehr? Und ihr kennt den alten Dosh-Profi, der hat natürlich wieder nicht auf die Zeit geachtet, ist mir jetzt aber gerade scheißegal. Wir haben jetzt 21.03 Uhr bei mir, das heißt, ich mache jetzt einfach mal bis 20 nach. Da gibt es vielleicht mal eine längere Folge. Ich würde sagen, bloß nicht in die braune Grütze reinfallen. Nix gut. Ich würde sagen, hier machen wir dann schon mal unser neues Zuhause. Haben wir auch schon ein Wasserfeld. Haben wir den Wald. Irgendwas sagt mir, das werde ich noch bereuen, dass ich hier bauen werde. Aber naja. Ich werde jetzt gleich mal hier schon mal so ein bisschen Gras kaputt machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich hier bauen werde. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier erstmal so ein kleines Grundfeld machen. So. Machen wir einmal eine. Was? Crafting to exact Mod? Okay. Also auch wenn ich mich mit voll vielen Mods schon mittlerweile auskenne durch die ganzen Modpacks, die ich schon gespielt habe. Gibt dann noch ein paar, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Womit ich auf jeden Fall diesmal was arbeiten werde. Klar, Apply Synergistics ist noch das alte, da werde ich auf jeden Fall mitarbeiten. Stromversorgung wird über Big Reactors laufen, würde ich sagen. Wir werden uns vielleicht bestimmt nochmal so eine Compact Windmill oder Solar Array machen, vielleicht sogar beides. Gascraft, mal schauen, könnte lustig werden. IC2, bestimmt. Power Suit, ja, mal schauen. Mind Factory Reloaded werden wir auch was mitmachen. Beastcraft auch. Ja, Protelgun gibt es hier auch. Railcraft können wir sogar mal schauen. Thermal Expansion würde ich gerne die Energieversorgung so generell erstmal die Erzverarbeitung überlaufen lassen. Und ich würde mich auch dann über, oder gesagt, an Rotarycraft mal wagen. Oh, es wird dunkel. Da mache ich mir jetzt mal ganz schnell hier ein Bettchen an die Seite, dann können wir auch schon mal Haya machen, Haya Bubu. Und unser Spawn wurde gesetzt. Ja, oder so. Aber ich würde sagen, dann mache ich mir, wie gesagt, mal hier
eine kleine Höhle. Wie ist ein Fachjargon, der so gerne heißt? Ich stelle mir ja eine Truhe auf. Schmeiß mal den wichtigen Schrams, den ich schon gefunden habe, einfach mal hier so rein. Auch die Anfangsbücher. Ja, ich nehme dann mal hier die und die mit. Mache ich mir hier so ein provisorisches Feld. So. Und pflanze dann einfach mal an. Ja, komm, ich mache dann hier das Weizen. Mache ich dann hier auch hier ran. Mache ich dann mal hier Kartoffeln. Und dann haben wir hier noch perfekt reif frei für die Karotten. So, und bevor ich das jetzt vergesse, slash Gable Mob Griefing war das, meine ich. Forts. So, Game World has been updated. Creeper machen jetzt mal keinen Kollateralschaden. Und wir fällen uns dann mal so ein, zwei Bäumchen. Ja, ist halt am Anfang noch ziemlich lahmarschig. Oh, wisst ihr was? Dann nehme ich mal eine Spitzhacke, dann nehme ich mal so ein bisschen Kobel mit. Die Kobel. Kann man eigentlich damit? War ja klar. War ja klar, dass wir dann nur Steine abbauen können. Voll Kohle müssen wir noch, glaube ich, dann. Ich weiß es gerade ganz ehrlich nicht. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt mal hier die Cobbles mit, nehmen den Sapling mit. Ah, da. 5 Minuten von zu Hause entfernt und verliert schon das Gebäude aus den Augen. Naja, Gebäude kannst du nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall hier mal Trick 73 machen. Ja, hier blieb Crafting Table abbauen. Und wir machen dann Crafting Station. Und machen das dann einmal so. Und voila. Gut. Machen wir eine Axt. Mach dann eine Steinspitzhacke. Was machen eigentlich diese Wading Boots? Ich habe keine Ahnung, zieh die jetzt an. Und ich lasse dann auch mal hier den Red Spruce Sapling mal wachsen. Moment. Der wird ja so süß gepflanzt. Warum ist da gerade schon wieder Gras kaputt? Wir wollten auf jeden Fall jetzt gerade ein paar Bäume fällen. Wir sollten aufhören zu rennen. Wir haben schon so gut wie gar kein Essen mehr. Aber wir haben ja einen Spawnpoint. Oh, perfekt. Hier ist schon Rubberwood. Also davon nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal so ein Zeppling mit. Ah, möglichst nicht mit der Bratpfanne. Wer weiß, für was wir die noch brauchen. Ah, da haben wir ein Zapling, sehr schön. Ja, hier ist aber auch noch genug, also. Wir werden jetzt auf jeden Fall nicht daran krepieren. Limestone. Ich nehme schon mal so ein paar Ressourcen mit. Wer weiß, wann man es gebrauchen kann. Farben würde ich sagen, machen wir dann auch noch. Jetzt am Anfang on-camp, später werde ich das über. Ja, über Turtles laufen oder Quarries laufen lassen. Habe ich mich gerade verhört? Hier war doch gerade irgendwie was. Bin ich gerade doof in der Birne? Ich meine, natürlich bin ich doof in der Birne, aber.
Hol hier mal die Kohle mit raus. Da ist nicht ernsthaft schon Lava. Ja. Okay. Komm, das sollte jetzt an Anfangskohle schon mal was reichen. Pilze. Haben wir genug für einen Ofen? Sollte eigentlich. Oh, hier geht es. Ja, so tief vor, oder? Doch, da geht es schon tief runter. Uhr, wir haben noch Zeit. Erste Folge wird ja schon noch ein bisschen ruhiger gehen. So, dann den Ofen. Nehmen mal das Video raus. Ah, das geht ja gar nicht, schade. Und ich muss mal das Brot, damit ich was zum Mampfen habe schon mal. Oh, das tut gut, sich einfach mal Brot voll zu fressen. Boah, ich weiß gar nicht, wie gut es tut nach dir den ganzen Modpacks. Ja, du darfst nur das fressen und dann das und dann das und dann das. Also, es ist zwar recht lustig und so, aber nach einer Zeit wurde es einfach nur noch kacknervig. Ich würde eigentlich jetzt gerne mal. Ah, ich würde dann echt schon gern mal so weitergehen. Mach mir schon mal ein paar Fackeln. Mach den alten Trick. Man kann ja auch so Rubber on mal Fackeln machen. Nehme mir das soweit mit. Und gehe dann schon mal hier die Höhle, wo es. Wo war das Loch? Wo ist das Loch? Och, doch, findet das Loch auch nicht. War das das Loch? Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist das Loch. Sehr schön. Dann gehen wir auch schon direkt runter. Ja. Ich nehme gerade mal alles mit, was geht. Wer weiß, wofür man uns gebrauchen kann. Was ich auf jeden Fall liegen lasse, sind hier Sachen wie die Fluorite von Reactor Craft. Damit habe ich schon. Oh, hier ist schon Lava. Wie gesagt, die Fluorite werde ich liegen lassen. Da werde ich schon sagen können, damit werde ich auf jeden Fall nichts machen können. Aber ich muss sagen, wir haben eine ziemlich gute Stelle für den Anfang. Haben wir einen PC drauf in der Nähe. Kalzit, das Werkzeugwerf, lass mal liegen. Grundversorgung ist damit schon mal gesichert. Also damit muss ich euch nicht langweilen. So. Oh ja, das ist ein schöner Lavasee. Das hat die XP-Busch gefunden. Und ich sehe einen Creeper. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Aber naja, ich habe eine Eisenpfanne, das sollte eigentlich mal gehen für den Anfang. Oh, hier ist auch sehr schön viel Eisen. Ah, du Schaf. Ich werde mal schauen, dass ich ab und zu mal so einen Kumpel einlade, einfach mal zum Plaudern. Alu nehme ich auch schon mal mit. Tinkers-Konstrukt, wer es nicht kennt. Regel Nummer 1, nie mehr nach unten graben. Regel schon verletzt. Ich habe mich gerade ganz ehrlich schon tot gesehen. Hat sie so.
Ja, sie hat mich im Visier. Ich würde sagen, hüpfen wir mal hier rund. Und sind schon mal was sicher. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Ja, gute können wir sogar abbauen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall so machen. Die ersten paar Folgen sind dann halt noch so ein bisschen langweilig. Aufbau und so weiter. Ja, die Spitzhacke ist kaputt. Das war eine Anfangsspitzhacke dann. Miep. Ich bin nicht hier. Jetzt im Ernst. Alter. Bitte schön, ich bin nicht mehr da. Jedoch nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Wollen wir es wagen nachkommen? Wir können die Knochen gebrauchen. Überlebt! Wir werden abgetrieben. Nein, ich will nicht abgetrieben werden. Ich war gewollt. Ja, es schief, man konnte nicht abgetrieben werden. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Alter, noch ein Skelett. Geronimo! Alter, das ist eine große Höhle. Hier geht es rauf. Ich grab hier mal hier nach oben. Mal schauen, was da oben noch so ist. Hier ist nichts. Nichts ist gut. Normalerweise ist nichts doof, aber hier ist nichts gut. Hier ist auch schon Lead und Sinn. Die können wir nicht abbauen, weil ja was braucht man schon eine Eisenspitzhacke für. Ich versuche jetzt auf jeden Fall dann nochmal schnell da oben zu laden. Denn da ist schon der nächste Kollege. Wo sind wir runtergefallen? Hier. Ne, weißt du was, das decke ich mir jetzt nicht hoch. Da grab ich mich jetzt hier nach oben. Das war jetzt sowas von typisch. Ah, da ist der Aufgang. Sehr schön. Obwohl, die Fackel können wir mal hier lassen. Das Eisen rupfe ich jetzt noch schnell hier raus. Vielleicht haben wir dann sogar schon genug für eine ordentliche Rüstung. Ah, die Kohle. Ah. Ja, komm, die lasse ich jetzt nicht liegen. Irgendwas sagt mir, ich sollte sie doch liegen lassen. Wo komme ich jetzt hier wieder rauf? Ja, komm. Yellow Fluorid, du hast Glück gehabt, du wirst mitgenommen. Ah, oh, es ist dunkel, nicht gut. Oh nein, 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 nein. Böse, 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 was kann lasst mich doch in Ruhe. Schnell, 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 schlaf, 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 schlaf. Und jetzt bloß abhauen, 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 abhauen.
Zurück, zurück. Boah, diese kleinen Zombies sind am schlimmsten. Ach du Kacke. Boah, jetzt erstmal hier die Gegend bis. Alter, wie weit der geflogen ist. Bang. Und du fliegst auch weg. Irgendwas sagt mir, ich sollte jetzt hier lieber aufhören mit dem Rumgehampel. Ich fress mich jetzt hier nochmal mit voll. So. Ey, schau mal, wir haben schon genug von der Rüstung. Das ist immer sehr schön. Mal was Platz. So, den setzen wir mal hier hin. Und ich würde sagen, dann danke ich euch allen fürs Zuschauen bei der ersten Folge von Tag World 2. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder ist, Let's Play Minecraft. Wollte ich schon nur sagen, Matzalza. Tag World 2. Bis dahin. Tschüss.